22. Februar 2015, zu Gast in der Hacker-Pschorr Arena Bad Tölz, der SC Deggendorf. Aktuell auf Platz 8, die Löwen auf Platz 6 der Oberliga Süd. Die Löwen starten ein wenig fahrig, der Spielaufbau stottert. Fangen sich aber dann im Verlauf des ersten Drittels. 16. Minute, 1:0 durch Tobias Biersack. Trotzdem, Deggendorf ist nicht leicht zu knacken. Ein bestens aufgelegter Marco Wölfel hat heute reichlich Gelegenheit, sich zu zeigen. Überzahl der Löwen, Christian Kolaschny legt auf, Katan trifft. 2:0. Die Sache ist gelaufen? Keineswegs. Deggendorf kommt zurück. Fabian Kalovi, 2:1. Das Spiel wird etwas ruppig. Die Strafbank der Deggendorfer füllt sich, aber die Löwen können daraus keinen Vorteil ziehen. Im dritten Abschnitt erhöhen die Löwen den Druck, erarbeiten sich Chancen, können aber letztlich das Resultat nicht verbessern. Im Gegenteil, in der 49. Minute trifft Dimitri Litesow für Deggendorf zum 2:2 Ausgleich. Dieser Spielstand hat Bestand bis zur Schlusssirene. Und überdauert ebenfalls die Verlängerung. Die Entscheidung fällt im Penalty-Schießen. Die Löwen stellen heute die besseren Schützen und einen hellwachen Marco Wölfel. Ein wichtiger Sieg zum rechten Zeitpunkt. Die letzten Spiele vor den Playoffs stehen an gegen Bayreuth und Freiburg. Das wird harte Arbeit.